Pflicht erfüllt. Das DFB-Team hat nach Toren von Marco Reus und Thomas Müller 2:0 in Georgien gewonnen. Doch der Bundestrainer Joachim Löw war trotzdem sauer in Tiflis. Zahlreiche Flitzer während des Spiels verärgerten den Nationalcoach. Im RTL-Studio sagte er nach dem Spiel, Zitat, normalerweise gehört sich das nicht. Dabei war die Stimmung im mit mehr als 54.000 Zuschauern ausverkauften Nationalstadion anfangs prächtig. In der Pause aber stürmte der erste Fan an den Sicherheitskräften vorbei. In der 53. Minute kam dann der nächste und der war so schnell, dass ihn die Ordner erstmal passieren ließen. Das Zählen fiel schwer. Insgesamt sollen es 7 Flitzer an diesem Abend gewesen sein. Und das geht gar nicht. Richtig kurios wurde es in der Nachspielzeit. Gleich 3 Flitzer kamen aufs Feld. Einer umarmte DFB-Torwart Neuer, der nächste nahm sich Stürmer Schürrle vor und der dritte lief querfeldein, war von den überforderten Ordnern nicht zu halten. Die Zuschauer feierten die Aktionen mit Böllerschüssen. Dem georgischen Verband dagegen dürfte nicht zum Feiern zumute sein. Ihm droht nun eine empfindliche Strafe durch die UEFA.